Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ-Team und ich heiße es jetzt kommen in War Thunder. Letztes Fahrzeug aus dem Event, das ich freigeschaltet habe, das ich endlich bekommen habe. Und viele von euch da draußen bestimmt auch. Auch wenn es schwierig war. Wie gesagt, es waren alle drei nicht so einfach und die ganze Zeit, die ich investieren musste, musste ich leider von meinen eigentlichen Projekten, die ich auch noch so am Laufen habe, abziehen. Also es gab es jetzt in nächster Zeit gab es kaum noch Mordhau-Video oder halt was von Battlefield, habt ihr auch gar nichts mehr gesehen, obwohl ich gesagt habe, ich werde davon auf jeden Fall weitermachen. Ist jetzt halt auf Eis gelegt worden, für solange dieses Event läuft. Und noch viele andere Projekte, wie zum Beispiel hier, was die Premium-Flugzeuge da angeht, da habe ich ja was gemacht, ne? Ja, endlich ist die Scheiße vorbei, ich kann's euch echt, ich bin froh. So, dann gehen wir mal auf die Daten hier, die Maxim Gorki. Gleich vorab, es ist wieder ein Premium oder auch wieder nicht, ihr wisst, wie ich's mein. Es ist ein Premium bereits gelandet, wie ihr seht, aber es ist kein Premium, wie immer. Aber es ist ein, weil ihr schon bestimmt denkt, hä, was ist das denn? Ja, es ist ein leichter Kreuzer. Ja, mein erster leichter Kreuzer bei den Russen. Endlich, ich brauch die Kraschnikowas nicht mehr erforschen. Scheiß drauf. Ja, nee, mach ich trotzdem weiterhin. So, gehen wir mal auf die Daten hin. Wir haben 6x Torpedos, die sind hier seitlich verbaut. Ne? Haben aber keine große Reichweite, 4 Kilometer, also wirklich nur ganz praktisch, wenn der Gegner zu nah dran ist. So, dann haben wir drei Kanzel, 180 mm Geschütze. In jedem Turm, wie ihr seht, sind drei Geschütze drin. Das sind insgesamt 9 Stück. Könnt ihr schön ordentlich Aua machen. Dann sind wir hier mit 6x100 mm Geschützen. Die sind hier an der Seite verbaut, bestückt. Dann 9x45 mm. Das sind die Flugabwehrgeschütze. Die sind hier überall verteilt. Wo genau überall, ich glaube hier war einer, hier waren zwei und die restlichen weiß ich gar nicht, die können wir uns dann immer noch angucken, auf jeden Fall sind genug verbaut. So, 4x12,7 Maschinengewehr, ne, auch nochmal, also, ja, gegen Flugzeuge, ja, eigentlich ganz nice, ich sag's mal so, gegen Flugzeuge ist das Ding wirklich, wirklich gut aufgestellt. 9x45, 4x12,7er, also jetzt mal ehrlich, gut aufgestellt. Sehr, sehr gut. So, Aufbaupanzerung 70, 70, 50. Das betrifft die Türme. Ja, die Türme sind tatsächlich gut gepanzert. Dann haben wir die Hauptturm. Ah, ne, das sind die Türme gewesen. Hüpsa. Achso, das war die andere Position. Entschuldigung, ich habe mich ein bisschen geirrt. Also die Hauptturmpanzerung 70, 50, 50. Wie gesagt, die sind trotzdem gut gepanzert. Dann die Wanne 25 mm Stahl. Deckaufbau 8 mm, 692 Menschen oder besser gesagt Seeleute an Bord, 57 km/h schnell. So, gehen wir mal zum allgemeinen Schutz über. So, das sind 70, aber an manchen Stellen variiert sich das zu 110 und so weiter. Ihr seht, ob das jetzt gegen Torpedos aller Art hilft, würde ich jetzt nicht sagen. Manche Torpedos werden auf jeden Fall durchkommen, aber auch manche andere kommen dann nicht durch. Kommt immer auf den Torpedo an, auf den Typ, durch Sprengkraft, Co. Ihr kennt die Prozedur ja. Ja, ansonsten, wie gesagt, die Türme sind gepanzert in der Front hier mit 70 mm und der Rest hier 50. Das hier sind leider nur 8 mm. Was soll das hier eigentlich darstellen? Achso, Flugabwehr nochmal, ne? Ja. Aber das Geilste ist die Brücke. 150 mm Schutz. Also, ja, das dauert erstmal, bis da der Captain ausgeschaltet ist, würde ich behaupten. So, gucken wir uns mal den Rest hier an. Sieht ganz nice aus, ne? Viel, viel Liebe zum Detail, wie immer. So, wo sind die restlichen Geschütze verteilt? Ich sehe sie auch nicht. Irgendwo sind sie verteilt. Ach, die werden hier nicht richtig angezeigt. Ja, wunderbar. Das finde ich ja immer geil. Viel Liebe zum Detail, aber seht ihr, hier sind nämlich extra Geschütze und die werden nicht mit reingerechnet. Finde ich schade. So, gehen wir mal zur Munition über. Na, wie gesagt, die Torpedos nur 4 Kilometer. Wir haben Standard-HE-Munition mit 50 mm auf, ihr seht, egal welche Entfernung. Ne, 10.000, 65, kein Problem. So, APCBC-Munition. Bei 10.000 Meter Entfernung sind es 262 mm. Ich weiß nicht, warum ich versuche, so schnell zu reden.
Keine Ahnung. Ist heute den ganzen Tag schon so. Was wollte ich jetzt hier? SAP-Munition, besagt SAP, C, B, C. Aber ich sag lieber SAP, SAP. Ist einfacher. 10.000 Meter Entfernung, 133 mm. Das ist schon enorm. Der Vorteil an dieser Munition ist ja auch noch, ja, sie macht einen enormen Schaden und sie fackelt regelrecht den Gegner ab. Er lässt richtig schön Feuer raus. Also gut, das ist auch für die Munition halt typisch, ne? Wir haben dann hier noch eine HE mit Distanzzünder. Ob ihr die jetzt verwenden wollt oder nicht, das bleibt euch überlassen. Ich würde es jetzt nicht nutzen, aber ist jedem überlassen, ne? Ich freue mich eher darauf, die und die zu verwenden. Die beiden sind wertvoll. Aber bis es soweit ist, dauert das. Da die 100 mm Geschütze, da könnt ihr auch nochmal was auswählen. HE mit Distanzzünder oder hier HEVT ist auch Distanzzünder. Nicht Distanz, ist variable Zeitzünder. Ganz praktisch gegen Flugzeuge, aber ja, ob diese 100 mm Geschütze jetzt auf Flugzeuge schießen sollen, das ist euch überlassen. Und ihr seht, ja, wieder viel zu erforschen. 12.000 in der ersten Reihe, 8.900 in der zweiten. Warum haben sie das nicht gleich dahin gesteckt? Keine Ahnung. 9.900 in der dritten und die Endstation sind dann 19.000. Also es dauert auch wieder sehr lange, bis man irgendwas Spezielles erforscht hat. Gut, das hier dauert, oh, auch lange. Finde ich aber scheiße. Ja, also bis ihr euch da richtig reparieren könnt und so Geschichten, dauert das wirklich lange. Ja, naja, das war's. Anschließend Gameplay-Material, wie vorbei bei den restlichen zweien. Ich wünsche dabei sehr viel Spaß und ansonsten wünsche ich euch allen nochmal einen wunderschönen Tag. Bleibt mir gesund und ja. Achso, und nicht zu vergessen, Like, Kommi, Abo da lassen. Das vergesse ich immer wieder, ich verstehe es auch nicht. Dabei brauchen wir das hier auf dem Kanal. Ich bin in den letzten Tagen, ich bin sowieso geschlaucht genug. Immer die Arbeit dahin, um das hier freizuschalten, alles, das hat schon genug. Ja, ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der da die Probleme gehabt hat. Gut, dann wie gesagt, viel Spaß beim Gameplay-Material und ich sag schon mal ciao, Leute, ne? Bis dann.